Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Lebenskompass. Und ich freue mich tierisch und bin total aufgeregt, weil ich das erste Mal seit langer, langer Zeit einen kleinen Traum mir erfüllt habe. Und zwar möchte ich beginnen, Interviews mit Leuten zu führen, die für mich wichtig sind, die inspirierend sind, wo ich einfach ganz viele Fragen so im Kopf habe. Und heute ist eben mein allererstes Interview und mein Herz pocht. Ich bin unglaublich aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Und Frau Maria Magdalena Rappey ist meine Gesprächspartnerin. Und ich sage erstmal herzlich willkommen und würde vielleicht einfach Sie bitten, dass Sie sich selber kurz vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie? Ja, hallo, hallo. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das mein erstes Interview in der Form ist. Ja, und aber sehr freudig aufgeregt. Und ja, wer bin ich? Was bin ich? Ja, also jetzt von hinten aufgerollt. Ich arbeite seit mehr wie 10 Jahren als Traumatherapeutin im Wesentlichen. Wobei der spirituelle, mein spiritueller Background, der fließt sehr stark mit ein. Und in den letzten Jahren kamen immer mehr Menschen, die das wirklich möchten, dass dieser Aspekt auch dazu kommt. Ja, und davor hatte ich eine Atemtherapie-Ausbildung gemacht und habe auch ein bisschen damit gearbeitet und habe aber gemerkt, oh, das ist mir zu beschränkt, das Medium ist unheimlich schön, aber es war mir zu wenig griffig. Und dann habe ich im Internet einfach gesucht, was gibt es denn noch für Weiterbildungen. Ja, ich habe wirklich nicht lange gesucht und bin dann sehr schnell auf diese Methode gekommen, mit der ich heute, also ein Baustein, sage ich mal, mit der ich arbeite, ein sehr wichtiger Baustein, und das ist dieses Somatic Experiencing, heißt einfach nur körperliches Erforschen, von Peter Levine, der das, ich würde mal sagen, vor ungefähr 30 Jahren entwickelt hat, diese Methode. Und es ist eine körperzentrierte Traumatherapie. Wobei im Mittelpunkt das Nervensystem steht. Genau. Ja, ich habe den Heilpraktiker für Psychotherapie, sonst könnte ich gar nicht arbeiten damit legal. Mein persönliches Leben war sehr, sehr, sehr bunt. Ich war ein Kind oder vielmehr ein Teenager, der sehr früh gemerkt hat, dass das, was man in der Schule lernt, also ich habe gemerkt, also was soll ich eigentlich damit? Ja, ich wusste irgendwie instinktiv, nee, also das ist irgendwie nicht mein Weg, so den gesellschaftlichen vorgeschriebenen Weg, ja, Studium oder erstmal Abschluss und dann Studium und dann, nee, mein Weg war kunterbunt. Also ich habe dann mein Abitur, ich habe mich zwingen müssen, das durchzuziehen, weil mich hat es gelangweilt, obwohl ich immer sehr gut war in der Schule, aber ich fand es furchtbar langweilig. Ja, und dann habe ich mir nach dem Abitur meinen größten Traum erfüllt, einen meiner größten Träume, und zwar weit, weit, weit wegzufahren. Und das war ursprünglich immer Kanada, aber nachdem ich dann nach dem Abitur arbeiten musste, um Geld dafür zu haben, war es dann Winter. Und dann wollte ich nicht nach Kanada, sondern ich bin dann in die andere Richtung geflogen, nämlich nach Australien. Und da war Sommer. Ja, und das war ein wunderbares Erlebnis. Also ich hatte natürlich Angst. Es war kein Schritt ohne Angst, aber ich musste es tun. Ich hatte da keine Wahl. Als Kind war ich eigentlich immer recht ängstlich. Aber bestimmte Sachen wusste ich, muss es tun, die sind einfach passiert. Ja, und dann, ziemlich kurz nachdem ich wieder zurück war,
habe ich eine Diagnose bekommen, eine Krebsdiagnose, und die hat mich dann tatsächlich auf meinen inneren Weg geführt. Also sehr wachgerüttelt. Ja, und es ist für mich ein großes Geschenk, wenn wir uns so erschüttern lassen und merken, ja, das ist die Konfrontation mit dem Tod. Auch wenn es in meinem Fall ziemlich gut ausgegangen ist, trotzdem war es für mich die Konfrontation mit dem Tod. Und dann hat sich sehr viel aufgerollt in mir. Dann habe ich angefangen mit Therapie. Erstmal mit so einer normalen Gruppenpsychotherapie. Normal heißt für mich, die über Kasse abgerechnet werden kann. Eine analytische Gruppenpsychotherapie. Ich war da nicht lange dort, weil ich auch da gemerkt habe, nee, also das ist nicht meins, immer dieses Reden und im Kopf sein, ja. Ich habe gemerkt, nee, das ist nicht das, was für mich stimmt. Und dann bin ich ziemlich schnell zu humanistischen Psychotherapieformen gekommen, also Gestalttherapie und was es da so gibt. Und da habe ich gemerkt, ja, da passiert was in mir, da löst sich was in mir. Und ich habe da gemerkt, dass ich da immer lebendiger wurde durch diese Form von Therapie. Ja, und parallel eigentlich fing mein spiritueller Weg an mit Meditation, auch mit Yoga, und war bei vielen Lehrern über die Jahre, die mich geprägt haben, war sicher Osho, Bhagwan auch genannt, und ja, Ramana Maharshi, der in der spirituellen Szene ja sehr bekannt ist, wie so ein Urguru, der Ramana. Ja, und so bin ich jetzt heute an einem Punkt, wo ich ja viel Reichtum in mir spüre, so in vielen Richtungen, und ja, mehr denn je das schenken möchte, genau, wenn es anderen Menschen hilft. Mhm. Genau. Bei mir tun sich schon wieder 20 neue Fragen auf. Alle Fragen sind willkommen. Ja, vielleicht erstmal war ich verwundert mit der Krebsdiagnose. Da müssen Sie dann noch sehr jung gewesen sein. Ja, da war ich so, glaube 23. Oh, wow. Okay. Ja. Du hast dann begonnen, so diese Suche oder erst selber Therapie und dann die Suche nach der eigenen Ausbildung. Ja, das ging mit der, als ich auf die humanistischen Therapien gestoßen bin, ging das parallel, weil ich habe da mein erstes Seminar dort war bei einem Therapeuten, der selber tief spirituell war und glaube da auch Meditationen angeleitet hat. Also das war sehr parallel, die therapeutische und spirituelle Entwicklung. Wahnsinn, sehr viel. Und jetzt ist ja so, dass ich in meinen letzten Podcast-Folgen auch immer wieder ein bisschen so von der Therapie erzählt habe, aber ich konnte es natürlich nicht so richtig greifbar machen, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Zuhörern so geht, wenn man das erstmal hört, Somatic Experiencing und Traumatherapie, dann war es bei mir auch so eine Tendenz, also Trauma habe ich jetzt eigentlich nicht, bei mir ist so alles in Ordnung, und dann die Erfahrung nach einigen Sitzungen zu merken, wow, da ist ja noch so viel, was bearbeitet werden möchte, und auch so viel, was gelöst werden kann. Und dass das auch so unglaublich, finde ich, so eine schnelle Art ist. Ich habe davor auch mal eine andere Art von Therapie gemacht, wo es eher um Gespräche ging. Und vielleicht kann man so den Zuhörern auch mal so sagen, wie denn so eine Sitzung abläuft und wie ihre Erfahrungen sind, warum sie so überzeugt sind von dieser Art von Traumatherapie und warum sie das so wichtig finden. Ja, es waren jetzt gleich mehrere Fragen in einer Frage, aber sie gucken sich raus, was sie beantworten wollen. Mhm. Also ich möchte vorausschicken, dass es viele, viele Wege gibt. Also das möchte ich wirklich anerkennen. Es gibt viele Wege, und wir sind so individuell, dass Gott sei Dank für jeden was dabei ist. Aber Traumatherapie, nicht aber, sondern und, Traumatherapie ist für mich was sehr Essentielles. Und gerade die körperbezogene Traumatherapie. Ja, also wir sind ja Wesen, die nicht nur ein Gehirn und einen Verstand haben,
Und viele Therapien bleiben da leider hängen. Also viele Psychotherapien arbeiten auf dieser Ebene. Mental und ja. Die zweite Ebene, die emotionale, ja, die kommt dann schon auch öfters mit. Und dann gibt es darunter noch eine viel elementarere Ebene, die des Körpers und des Nervensystems. Ich packe es jetzt einfach mal zusammen, weil das ist für mich kaum trennbar. Ja, und das ist, man könnte auch sagen, unsere Instinktnatur. Weil Trauma bedeutet, wenn wir Trauma erlebt haben, oder man könnte auch sagen, traumatische Reaktionen werden von unserem Stammhirn ausgelöst. Nicht nur die traumatischen, sondern ich glaube, viele, viele kennen das jetzt mittlerweile, diese Stressreaktionen, dass uns jetzt viel gesagt wurde und geschrieben wurde, dass es nur drei verschiedene Reaktionen gibt auf Stress. Und zwar fliehen, kämpfen oder erstarren. Das sind so die elementaren Reaktionen und die kommen eben, die werden initiiert aus dem Stammhirn. Stammhirn ist das älteste, der älteste Teil des Gehirns, von unserem Gehirn. Und da geht es halt um Instinkte und da geht es ums Überleben. Und Trauma, wenn wir über Trauma sprechen, da geht es immer auch, nenne ich auch, sondern da geht es ums Überleben. Und egal, ob das jetzt im Außen wirklich so ist oder ob wir das nur so fühlen, das ist egal. Gleichermaßen werden da diese instinktiven Reaktionen getriggert, wenn ich in so einer, wenn ich in eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, oh, ich bin total bedroht, fühle mich wirklich tief bedroht, dann gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Entweder ich kämpfe oder ich fliehe, gehe weg, entferne mich aus der Situation. Und wenn beides nicht geht, erstarren wir. Und wenn ich sage, erstarren wir, bedeutet das, dass das Nervensystem erstarrt, weil diese, also wenn wir Stress haben und Trauma ist für mich der allergrößte Stress, den wir erleben können, ist das Nervensystem maximal erregt. Also es geht nicht mehr. Im Moment von Trauma ist es eben, wenn man sich vielleicht mal einen Moment, vielleicht erinnert sich der Zuhörer an einen Moment, wo er ganz, ganz, ganz schrecklich Angst hatte, wenn es nur für einen Moment ist, und was es für eine Erregung im System, im Körper auslöst. Ja? Panikattacken sind ja eine Form davon, ja? wo das Nervensystem über alle Maßen erregt ist. Ja, und diese Erregung, für den Neandertaler, also ja, der Stammhirn korrespondiert sozusagen mit dem Neandertaler, der vor einem Tiger stand oder der Tiger tauchte plötzlich auf. Ja, und dann genau das passiert, ja, großer Stress. Und der Neandertaler entscheidet eigentlich nicht, sondern es wird entschieden, ob er kämpft, ja, oder wegrennt. Wenn er das eine oder andere tun kann, erfolgreich, dann passiert nichts. Dann wird der höchstwahrscheinlich kein Trauma erleiden. Weil dann sitzt er in seiner Höhle und genießt seine Hühnerkeule. Aber wenn er nicht rauskommt aus dieser Situation von Todesgefahr, Lebensgefahr, dann erstarrt er. Genau. Und wenn wir Trauma, wenn wir unerlöstes Trauma haben in unserem System, dann ist etwas in uns erstarrt. Und den meisten Menschen sind sich das nicht bewusst, oder viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Was viele Menschen erleben, da gibt es die einen, die sich dauernd getrieben fühlen, die nicht zur Ruhe kommen können, die nicht entspannen können. Die sind teilweise auch sehr kreativ, die können auch sehr erfolgreich sein, weil da ist dauernd dieser Motor. Und wenn Menschen so aufwachsen, also wenn Trauma schon als Kind passiert ist, dann denken wir, das ist irgendwie normal, ja? Dieser dauernde Antrieb und wir haben dann
Und besonders, wenn wir erfolgreich sind, haben wir dann keine, kommen wir nicht auf die Idee, eine Traumatherapie zu machen, weil es ist normal. Wir kennen es nicht anders. In der anderen Richtung ist, wenn das Nervensystem so hoch erregt war, dass es in einen Shutdown geht. Und das ist eine parasympathische Erstarrung. Und diese Menschen neigen dann zu Depression, zu Energielosigkeit, zu Apathie, sinnlos, alles sinnlos. Menschen, solche Menschen finden nicht irgendwo ins Leben hinein. Die fühlen sich nicht zugehörig. Sie glauben, sie sind auf dem falschen, im falschen Film oder auf dem falschen Planeten etc. Ja, genau. Jetzt habe ich einen Teil Ihrer Fragen beantwortet. Ich weiß jetzt nicht mehr den Anfang. Die Frage an. Genau, Sie schildern ja so die verschiedenen Typen, sage ich mal, von Menschen oder welche Probleme, die in ihrem Alltag spüren könnten. Ich frage mich jetzt auch, welche Menschen wenden sich an Sie? Gibt es da so ein Profil, dass Sie sagen, es kommt in letzter Zeit oder vielleicht auch sogar in den letzten Jahren, merke ich zunehmend, dass solche Menschen zu mir kommen mit diesen und diesen Problemen? Oder ist es sehr breit gefächert? Die Probleme an sich sind sehr breit gefächert. Es kommen aber sehr viele Menschen, die schon viele Therapien hinter sich haben. Und sie merken, ja, einiges ist gelöst, aber noch nicht, es ist noch nicht alles erlöst. Ja, solche kommen hauptsächlich zu mir. An was liegt es, glauben Sie, dass die schon viel hinter sich haben und dann erst zu dem kommen? Ja, also Trauma. Erstens ist ja Trauma, die Diagnose an sich ist noch sehr jung, erstaunlicherweise. Die gibt es erst so seit den 90er Jahren, also 1990. Also ist noch sehr, sehr, sehr jung. Und Traumatherapie gibt es folgedessen auch noch nicht so viel. Also, und ich finde es erschreckend, ehrlich gesagt, dass ich immer wieder höre, auch von Ärzten, dass sie null oder sehr wenig Verständnis von Trauma haben, weil das eben wirklich viele Auswirkungen haben auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Ja. Und ja, da bin ich echt oft sprachlos, dass das so wenig auch gelehrt wird an den Universitäten. Jetzt wird sich's ändern oder hat sich's geändert. Ja, es hat einmal damit zu tun und eben, man fängt halt irgendwo an und die Therapien über die Kasse waren halt bislang entweder eine Gesprächstherapie, also auf einer tiefen psychologischen Ebene, oder halt analytische Therapie. Diese zwei Möglichkeiten gab es bisher. Vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vielleicht ist es mittlerweile schon 2 Jahre her, gibt es tatsächlich eine von der Krankenkasse bezahlte Traumatherapie. Das ist EMDR. Mal schauen, ob ich das übersetzen kann. Movement. Desensitization. EMDR. Reorientation. Ich vergesse es immer wieder. EMDR ist der stehende Ausdruck. Und genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch erst maximal 2 Jahre. Naja, und von daher, und die meisten Menschen, zumindest hier in Deutschland, suchen sich halt einen Therapeuten, der über Kasse arbeitet. Und ja, und so kommen dann viele Menschen, die dann diese Kassentherapien abgearbeitet haben, sozusagen zu mir, um ja, einfach noch weitere Heilung zu erfahren. Und das Erstaunliche für mich ist auch, wenn mich zum Beispiel Freunde oder Bekannte fragen, ja, was redet ihr denn da in der Therapie oder was macht ihr denn da, dass ich dann auch immer sagen muss, es ist eigentlich nicht so, wie du dir das vorstellst, wie man sich im klassischen Sinne Therapie vielleicht vorstellt. Also der Patient sitzt da und erzählt und redet. Ich finde sogar, dass der Redeanteil in einer Sitzung manchmal bei 5 oder 10% liegt. Ja? Also es geht ganz viel, das, was ich jetzt erfahren habe in den Sitzungen, einfach wirklich nur über Gefühle wahrnehmen im Körper. Also dieses
von Körpergefühl und Gefühlen. Und das, was für mich so erstaunlich ist, dass das absolut reicht und sich damit manchmal ganze Welten eben lösen können, sich aus dem Körper rauslösen können. Ja, vielleicht kann man nochmal so sagen, wie so eine Sitzung abläuft und was da das Prinzip dahinter ist. Ich muss vielleicht noch ein Bild dazu verknüpfen, was für mich auch, wenn man jetzt nicht in der wissenschaftlichen Richtung da unterwegs ist, habe ich mir auch mal vorgestellt, dass das wie so Blasen sind. Man sagt ja auch, rede ja auch oft so von Rucksäcken, von Gepäck, das man mitträgt mit sich. Bei mir sind es auch so Gefühlsblasen, die irgendwie im Körper festsitzen, die wir meistens gar nicht bewusst haben, wo dann die Energie eben so feststeckt, wenn die da durch will. Und wenn man dann in der Therapie das eben anschaut und einfach da sein lässt, dann ist das auf einmal, als ob das zerplatzt und es kann mehr Luft durch oder mehr Raum durch. So stelle ich mir manchmal vor, dass das so abfließen kann eben. Ja, aber vielleicht aus der therapeutischen Sicht, genau, warum hat es so viel Wirkung, dass man da nur ins Fühlen reingeht? Ja, es hat mit dem zu tun, was ich ja vorher schon gesagt habe, dass wir sind eine Einheit von Verstand, Emotion und Körper. Wir sind einfach eine Einheit. Und wenn wir den Körper außer Acht lassen, dann, ja, wie soll das gehen? Ja? Wir sind eine Einheit und Gefühle, jedes Gefühl hat eine Entsprechung im Körper. Und wenn wir es gerade schwer haben mit Gefühlen, ja, wenn wir Angst haben vor Gefühlen, das ist ja, es entsteht ja fast immer in der Kindheit, dass wir lernen, unsere Gefühle zu unterdrücken oder vielleicht sogar noch abzuspalten. Ja, es entsteht dann, wenn eben die Eltern nicht in einem ausreichenden Maß für die Kinder da sind, im Sinne von Sicherheit geben können, ein Container sein für die Gefühle des kleinen Menschen, weil ein Kind lernt das. Also auch wenn wir auf die Welt kommen, das Gehirn ist sowieso nicht ausgeprägt und das Nervensystem auch nicht. Zum Gehirn sagt man, glaube ich, so ungefähr 4 Jahre, dass es so mehr oder weniger ausgeprägt ist. Das Nervensystem also reift noch nach bis zu unserem 10. Lebensjahr. Wobei das Nervensystem in den ersten 4 Jahren, würde ich mal auch sagen, am meisten lernt durch die Interaktion mit Eltern, also hauptsächlich Mutter erstmal, weil die Mutter es ist, die dem Kind hilft, seine Gefühle, seine Angst, seinen Schmerz zu beruhigen. Das Nervensystem ist die Instanz sozusagen, wo Regulation passiert. Also wenn wir Stress haben oder Schmerz, Freude ist ja auch eine starke Energie, kann eine sehr starke Energie sein. Und was ich am Anfang in meiner Arbeit mit Menschen ein bisschen verdutzt hat, war zu merken, dass es auch Freude, dass Menschen, die Trauma erlebt haben, auch schwer haben, Freude zu halten. Also sie fühlen sich überwältigt von Freude und das System wehrt sich eigentlich dagegen, weil es ist wie eine Überwältigung von der Energie. Also das Nervensystem ist die Regulationsquelle für alle unsere Gefühle. Und wir lernen das mit den Eltern, vor allen Dingen mit der Mutter, wenn die ausreichend da ist. Und da bedeutet eben nicht nur körperlich da, sondern schwingungsfähig. Ja, dass die Mutter sich einfühlen kann in das Kleine und die Gefühle ungefähr so deuten kann und das dem Kind spiegeln kann. Ja, und dann reift das Nervensystem und das Kind kann mehr und mehr sich selbst beruhigen. Aber so viele Menschen haben das nicht erlebt. Ja, und dann kämpfen wir später mit unseren Gefühlen oder wollen sie gar nicht fühlen. Deswegen sind auch viele Menschen im Kopf, ja, weil das so bedrohlich ist, von Gefühlen überwältigt zu werden.
Genau. Und ein kleiner, wie soll ich sagen, naja, so klein ist sie gar nicht, eine Hilfe, wenn wir uns fürchten vor Gefühlen, dass sie uns überwältigen, ist immer die Frage, wo fühle ich das Gefühl im Körper? Sofort ist da etwas, wo ich andocken kann. Ja? Mein Ich kann merken, ah ja, das ist die Körperempfindung. Und dann gibt es schon sozusagen drei, also ich und das Gefühl. Und da war immer die Angst, dass man überwältigt wird. Und wenn aber die Körperempfindung als drittes dazu kommt, ist die Körperempfindung wie so ein Anker. Und das kann dann, also das ist das eine Werkzeug. Und gleichzeitig in der Traumatherapie muss es natürlich auch immer darum gehen, Ressourcen bewusst zu machen. Welche Ressourcen habe ich? Manchmal reicht es aus, das Hier und Jetzt als Ressource immer wieder zu überprüfen, okay, im Hier und Jetzt gibt es da wirklich eine Gefahr. Und wenn man es wirklich überprüft, und zwar mit den Sinnen, nicht nur im Kopf, nicht, dass wir sagen, hier gibt es, sondern die Sinne, die Augen, die Ohren, alle Sinne dürfen überprüfen, gibt es hier eine Gefahr. Manchmal bin ich die als Therapeutin die Gefahr, einfach als Mensch, ja, wenn Menschen traumatisiert wurden, zum Beispiel durch Gewalt, ja, durch andere Menschen, dann geht es darum, erstmal diese Beziehung aufzubauen, ja, dass der Mensch sich mit mir sicher fühlt und merkt, also von mir geht jetzt keine Gefahr aus. Das ist überhaupt wesentlich, die Beziehung zwischen mir und dem Klienten, dass der Klient spürt, er ist sicher. Also das ist das Fundament für Traumatherapie. Anders gibt es gar nicht. Sicherheit. Ja, dass es einen Container gibt, wo der Klient landen kann. Ja. Ja, ich frage mich auch so, bei Traumata, die man so im klassischen Sinne immer benennt, eben, das heißt Gewalterfahrung oder kann es noch sein, Krieg, also so viele sehr, sehr überwältigende Dinge, wenn die geschehen, dann sagen sie ja, dass am Anfang diese Beziehung und dieses Vertrauen super wichtig ist. Was gibt es da vielleicht für Methoden, wie sie das interessiert mich jetzt einfach ganz persönlich, was gibt es da für Methoden, dass sie das immer wieder dem Klienten spiegeln, von mir geht keine Gefahr aus und wir haben erstmal hier keinen Kriegsschauplatz und ich bin für dich da und ich gebe dir Halt. Gibt es da so kleine Kniffs oder Tools, sage ich mal, oder? Also erstmal muss natürlich eine Sympathie schon von vornherein da sein. Also dass dieses, wenn man sagt ja, dass die Chemie stimmt, das ist die Basis, ja. Ja. Ja, und dann ich glaube, das passiert auch auf mehreren Ebenen. Also es passiert auf einer nichtsprachlichen Ebene, dadurch, dass die Gehirne sozusagen miteinander sprechen. Also mein Gehirn ist ruhig. Und das Gehirn von jemand, der traumatisiert ist, dessen Gehirn wird nicht ruhig sein. Das ist tendenziell immer in diesem Alarmzustand. Und allein, dass wir in einem Raum zusammensitzen, und ich bin ruhig, also mein Gehirn ist ruhig und auch alles andere natürlich. Der Zustand in meinem Gehirn überträgt sich ja auf meinen Körper und wie ich da sitze und was ich ausstrahle. Und allein das gibt schon auf der nichtsprachlichen Ebene eine Sicherheit. Ja, und dann kommt es ganz drauf an, je nach Trauma. Und ja, es kommen viele Menschen, also die meisten eigentlich mit Entwicklungstraumata zu mir. Wobei ich gesehen habe, dass wenn Menschen tatsächlich mit Schocktrauma kommen, und das ist das, was Sie angesprochen haben, ja, Krieg, und wobei, wenn man in einem Kriegsgebiet lebt, ja, dann ist es auch kein Schocktrauma mehr, sondern dauerndes Trauma.
Aber diese einmaligen, ja, oder Erdbeben oder Vergewaltigung etc., das sind Schocktraumata, die ein bisschen einen anderen Behandlungsansatz brauchen wie Entwicklungstrauma. Und weil, ja, wobei ich gemerkt habe, dass die meisten Menschen, die zu mir kamen mit Schocktrauma, dass darunter auch ein Entwicklungstrauma steckte. Also zum Beispiel, ja, wenn wir, also tendenziell, wenn Frauen vergewaltigt werden, ist tendenziell schon was in der Kindheit passiert, dass das begünstigt, dass uns so eine Erfahrung widerfährt. Das ist wirklich meine Erfahrung. Und dann, wenn wir dann eine Sicherheit schaffen wollen, wenn ein Mensch mit Entwicklungstrauma vor mir sitzt, da geht es ja genau, das ist ja die Essenz von Entwicklungstrauma, ja? Nicht genügend Sicherheit, nicht genügend Präsenz von Mutter, Vater. Und dann geht das auch wieder erstmal übersprachlich, ja, einfach auf, durch die Art und Weise, wie ich da bin. Und dann manchmal geschieht es auch, dass ich das ins Bewusstsein bringe, dass ich den Menschen einlade. Was siehst du denn, wenn du mich anschaust? Ja, und was passiert in dir? Weil da ist dann vielleicht erstmal die Angst vor mir, und das ist eigentlich die Projektion von der vergangenen Erfahrung mit Vater zum Beispiel oder Mutter. Und dann lasse ich sie auch überprüfen. Ja, was siehst du in mir? Was kommt von mir? Wie schaue ich? Wie ist der Blick meiner Augen? Wie ist der Klang meiner Stimme? Dass die Menschen wirklich überprüfen können. In diesem Moment, ja, geht jetzt tatsächlich in diesem Moment eine Gefahr aus von mir. Und dann beruhigt sich tendenziell unser Nervensystem. Und die Klienten können sich mal niederlassen. Und wenn es aber sehr schwierig ist über mich selbst, manchmal braucht man so Zwischenschritte. Entweder darüber, dass dieser Klient vielleicht tatsächlich in einer Beziehung lebt, wo der Partner eine Sicherheit gibt. Und dann lade ich ein, sich zu erinnern an diesen Partner. Und das ist dann die Ressource für diesen Moment, wo das Nervensystem sehr erregt war und Angst da war. Und die Klienten erlauben sich zu erinnern an diesen Partner. Und zwar auch wieder sehr lebendig. Das ist nicht dieses mentale Erinnern, ja, Haken hin, ja, sondern ich erinnere mich, wie er schaut, wie er spricht, wie er mich vielleicht in den Arm nimmt. Und dann löst das was im Körper aus, ja, und dann werden wir ruhiger und fühlen auch dann uns sicher. Und wenn es das nicht gibt, als Erfahrung, kann ich auch ihn einladen, den Klienten, sich was vorzustellen, ja, ne? Das kann eine Urmutter sein, oder das kann auch, wenn Menschen, manchmal gehen Menschen gar nicht, dann kann es ein Tier sein, ja, sich zu erinnern an ein Tier, was in der Kindheit immer da war und mit dem es gekuschelt hat und so. Dann ist das die Ressource, mit dem das Nervensystem sich beruhigt. Und immer wenn das Nervensystem sich beruhigt, wird eine Art von Sicherheit entstehen. Klar, weil wenn es total aufgewühlt ist und wir total erregt sind, dann fühlen wir uns maximal unsicher. Ja, und manchmal gibt es auch keine Tiere, dann lade ich ein, ob es spirituelle Wesen gibt. Engel oder Jesus oder ja, dann sind das die Ressourcen, die in diesem Moment eine Sicherheit geben können, eine Beruhigung im Nervensystem. Ich versuche immer an jeder Sitzung erstmal eine Beruhigung herzustellen, ja? Also so ein Fundament. Ja? Ich kann nicht, wenn jemand reinkommt und der ist total in hoher Erregung, dann werde ich niemals anfangen,
mich dem Trauma zuzuwenden. Ich muss erstmal eine Plattform etablieren, wo das Nervensystem des anderen relativ ruhig ist. Und dann können wir uns vorsichtig dem Trauma zuwenden. Und eben nicht drüber zu sprechen. Ja? Ich lasse eigentlich fast nie jemanden das ganze Trauma erzählen. Ich werde immer, wenn ich merke, die Menschen fangen an und ich spüre das in mir, wie die Erregung steigt in ihnen. Ja? Und wenn ich merke, oh, jetzt ist aber ganz schön viel, und dann halte ich sie inne und sage ich, Moment mal, und jetzt, wie geht es Ihnen denn gerade? Was erleben Sie? Was passiert denn gerade im Körper? Damit sie überhaupt ein Bewusstsein bekommen. Ja, was Erregung, also was für eine Erregung dieses Trauma im Körper auslöst. Genau, und dann eben dem Menschen zu helfen, diese hohe Erregung wieder zu beruhigen. Und dann geht es vielleicht ein Stückchen weiter im Trauma. Ja, so ungefähr. Es ist wie so ein Pendeln zwischen der hohen Erregung und einer Ressource. Das wollte ich gerade sagen, das habe ich so oft gelesen und gehört, dass es immer um dieses Pendeln geht, aber habe es nie wirklich verstanden, was damit gemeint wird, aber jetzt habe ich es an dem Beispiel verstanden. Ja. Mhm. Dass Sie praktisch als Therapeut auch wahrnehmen, aha, jetzt ist die Erregung sehr hoch im Nervensystem, jetzt sind wir sehr nah dran an den alten Gefühlen vielleicht, die aufkommen. Und dann greifen sie wieder zurück erstmal auf einen Gefühlsanker im Körper, so verstehe ich es, wahrnehmen und wieder auf eine Ressource, die sich anknüpfen kann. Ja, also erstmal dieses Bewusstsein zu bekommen, dass da ganz viel Erregung ist. Das ist ja vielen Menschen nicht bewusst, weil die meisten Menschen oder viele, die zu mir kommen, leben dauernd in dieser Erregung. Ja. Und wenn sie erzählen, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber sie sind so gewohnt, dass ich erstmal ein Bewusstsein dafür schaffe, was da abgeht. Und dass es auch anders sein kann. Das erleben sie dann, wenn mit der Ressource zusammen sie sich wieder beruhigen. Ja. Und da sind wir schon dabei, diese Regulation des Nervensystems wieder oder überhaupt in Gang zu bringen. Die ja bei Trauma total gestört ist, eben entweder in diesem hocherregten Zustand immer hängt oder in diesem depressiven, energielosen Zustand hängt. Ja. Ja. Oh, super spannend. Ah, kommen 1000 neue Fragen auf. Eine Frage, die daran anknüpft. Genau, das war eigentlich meine Frage auch, ob Sie es für nötig halten, dass Leute so ein Theoriewissen haben müssten. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Als wir begonnen haben mit der Therapie, habe ich das Gefühl gehabt, oh, was passiert hier überhaupt, was machen wir? Ich muss vielleicht auch wissen, wie das theoretisch abläuft, was der theoretische Hintergrund ist. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, nur durch dieses, wie Sie es gerade schildern, diese Vorgehensweise immer wieder zu fühlen, habe ich das automatisch im Alltag mit übernommen. Also ich habe erstens mal bemerkt, wow, ich war ja vorher tatsächlich auch immer in dieser eigentlich hohen Erregung und habe das als normal aufgefasst, beziehungsweise habe es mir halt dann vielleicht wieder schön geredet oder mit irgendwelchen Techniken versucht, das zuzumauern. Und dann eben zu merken jetzt im Alltag, aha, ich merke jetzt den Unterschied, wie geht es mir eigentlich innerlich im Körper? Bin ich gerade hoch erregt oder bin ich gerade so? Also, dass ich das mehr wahrnehmen kann und dass dieses Theoriewissen eigentlich gar nicht so nötig ist. Gibt es da Unterschiede, dass Sie sagen, ja, bei manchen Klienten mache ich erstmal 3 Theoriesitzungen oder sage, er soll dieses Buch lesen oder das Video anschauen, oder ist es immer der Erfolg eigentlich programmiert, dass man einfach über das Fühlen geht? Das ist abhängig von Mensch zu Mensch. Mhm. Manche Menschen, die sehr, auch sehr unsicher ist und gelernt haben, sich über den Verstand zu ressourcieren und zu sehen. Da ist es besonders wichtig, dass ich gerade am Anfang viel erkläre. Also das braucht es oft für solche Menschen, um sich fallen lassen zu können. Also dann, ja,
Ich denke grundsätzlich so eine Mini-Einführung, ja, was das Nervensystem ist und was es mit Stress zu tun hat. So ähnlich wie ich das ja zu Beginn unseres Interviews gemacht habe, mache ich eigentlich meistens. Weil wir haben ja schon auch einen Verstand und einordnen kann uns sehr helfen, ja, dass ich was einordnen kann, ja, was passiert denn hier mit mir? Was passiert in meinem Körper und was macht die jetzt da mit mir und warum? Das kann oft sehr hilfreich sein. Ja. Ich wollte die Therapieart Freunden empfehlen und hab immer gemerkt, dass wenn ich es Männern empfehlen wollte, dann war es so ein bisschen, oh, nee, also der kann damit, glaube ich, nichts anfangen. Und habe ich gefragt, ob es da so einen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt, dass man sagt, also mit Männern ist es tendenziell schwieriger, weil die eh nicht so vielleicht im Fühlen sind. Das ist jetzt vielleicht einfach nur mein Vorurteil. Aber welche Erfahrungen haben Sie damit? Ist es wirklich nur persönlichkeitsabhängig oder gibt es da auch so ein bisschen Mann-Frau-Unterschied, dass sich Männer nicht so gern darauf einlassen zum Beispiel? Wie antworte ich jetzt darauf? Also ich glaube, also ganz generell gesprochen, dass Männer mehr Angst haben vor Gefühlen. Hat auch heute noch mit Erziehung zu tun. Aber jetzt die Klienten, mit denen ich arbeite, da gibt es jetzt eigentlich keinen Unterschied. Es gibt, also das ist ja der Grund, warum sie zu mir kommen. Ja. Also sie merken, irgendwas fehlt mir auch an Lebendigkeit. Ja. Das kann auch ein Grund sein, dass Menschen kommen, dass sie merken, boah, da ist immer irgendwas zwischen mir und dem Leben und ich kann nicht so richtig vollen Herzens leben und meine Dinge machen, sondern da ist. Oder was auch oft gesagt wird, da ist wie so Bremse und Gas gleichzeitig. Das ist auch ein Okay. typischer Ausdruck für Trauma. Ja, und generell glaube ich, dass Männer halt noch mehr Möglichkeiten haben zu kompensieren durch Beruf. Ja, durch, ich meine, das egalisiert sich jetzt mehr und mehr, aber. Die Menschen, die zu mir kommen, da war das, also die sind eher, ja, also da ist, ich würde mal sagen, ab 40 aufwärts, das sind die mehreren. Jüngere, würde ich mal sagen, ein Drittel. Genau, also. Von daher, die Menschen, die zu mir kommen, die haben schon noch die Erziehung von, ja, wo. Und was ich da in dem Zusammenhang mir auch wichtig ist zu sagen, dass sich Traumata auch übertragen. Ja, wenn die Eltern Traumata in sich tragen und nicht gelöst haben, dann übertragen die das auf ihre Kinder. Und das ist was ganz Spannendes, weil also das ist für Menschen dann noch nicht also noch weniger nachvollziehbar, warum sie Probleme haben im Leben, warum sie Panikattacken haben, was weiß ich, oder mit Depressionen zu kämpfen haben, weil sie können es nicht zuordnen. Ja? Und das ist, ja, also Traumata übertragen sich und auch Muster, ja? Wie die Mutter gelernt hat, auf Mann zu reagieren und wie die Mutter gelernt hat, wie Frau ist. Das überträgt sich. Und von daher auch, ja. Und grundsätzlich sind wir immer, sind sowohl weibliche als auch männliche Anteile in uns. Wir haben beides immer. Die Weiblichkeit, ja, wir sind näher an den Gefühlen. Das einfach vom Mutterdasein ist es so in uns angelegt. Das macht ja Sinn. Aber Frauen haben genauso einen männlichen Teil in sich, der zielgerichtet was gehen kann, der sich durchsetzen kann. Ja, wir sind ein beides. Ja. Und wenn Männer sich einlassen auf Fühlen,
Also gerade Männer, die in ihrer Kraft sind und schon viel erreicht haben, ja, wie wunderbar, ja, weil es macht sie zu einem ganzen Menschen. Und so schön, ja. Sehr schön. Und es macht sie nicht minder kraftvoll, ja. Das ist nur das, was dazukommt, ja. 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 Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, vielleicht genau, was ich gesagt habe mit diesen, dass es über Generationen auch übertragbar ist, das fand ich auch erst am Anfang so verrückt, als ich das gehört habe und dachte, das gibt es doch gar nicht. Aber da gibt es ja wirklich auch wissenschaftliche Versuche, glaube ich, damit, ne? Mit Ratten, die dann irgendwie, was ich gestern erst gehört, durch ein Labyrinth durchgehen und an einer Stelle macht man ihnen mit irgendwas total Angst. Und diese Ratte würde da dort stoppen und dann kommt das Kindratte oder ich glaube sogar 2, 3 Generationen später, das gleiche Labyrinth, die kennen das Labyrinth in- und auswendig, also es hat sich schon irgendwie in die DNA eingespeichert und an der gleichen Stelle, wo der Vater oder Mutter gestoppt hat aus Angst, ist bei der Kindratte oder Enkelratte die gleiche Angst da und die stoppt. Und das ist ja der Beweis dafür, dass das wirklich kein spiritueller Humbug ist, sage ich jetzt einmal, sondern dass das wirklich was Wahres hat, dass sich das überträgt. Was aber für mich auch so, als ich das erfahren habe, so ein bisschen die Bürde noch größer gemacht hat, dann dachte ich, Gottes Willen, jetzt habe ich ja schon so viel Traumata angesammelt in meinem Leben und dann soll ich auch noch schauen, was aus meinen Vorfahren noch alles mit dabei ist. Was haben Sie da für so eine Grundhaltung entwickelt, dass man sagt, also die habe ich jetzt auch so ein bisschen mitentwickelt, dass ich mir sage, das ist eigentlich alles was Wunderschönes. Es ist wie Schnitzeljagd, wo man Geschenke auspacken darf und in jedem Geschenk wartet eigentlich wieder eine neue Überraschung oder so, dass man sich besser kennenlernen darf. Mhm. Haben Sie da irgendwie für sich so eine Grundhaltung entwickelt, wie, dass man das nicht negativ sieht, was da alles auf einen zukommt? Ich finde das so wunderbar und ich bin jedes Mal so berührt, wenn Menschen zu mir kommen, die sich so tief einlassen auf sich selbst. Und im Grunde ist es ja egal, ob das jetzt sozusagen mein Trauma ist oder das Trauma von Mutter, Vater, sonst jemand, weil ich spüre es ja in mir. In mir macht das Probleme. Ja? Und was das große Geschenk ist, dass wenn ich das Trauma, was eigentlich noch von Mutter ist, ja, in mir löse, dass das heilt das Familiensystem. Ja. Also ich kann auch meinen Prozess ganz viel auslösen in der Familie. Und das ist ein riesen, riesen Geschenk. Mhm. Und und so könnte sich letztendlich auch die ganze Welt heilen, ja, weil wenn einer anfängt, wirklich in sich zu schauen und alles zu lösen, was in ihm aufkommt, ja, so geht Heilung und da hört halt auch die Trennung auf zum anderen, ja, wenn ich alle Traumata in mir gelöst habe, weil Trauma ist ja Trennung, ja, ich lebe in einem Gefängnis von Erstarrung und bin getrennt von der Welt, aber auch von mir selbst, ja. Wenn ich dieses Gefängnis immer mehr öffne, es ist ein Geschenk für mich selber und für die ganze Welt. Das, ja, ich freue mich immer so sehr, wenn Menschen sich so tief einlassen. Ja, wunderschön. Ist es denn nie so in der Therapiesitzung, ich stelle mir das manchmal so vor, wenn man zum 10. Mal das gleiche Ding bearbeitet und dann kommt da der Klient und hat schon wieder so das gleiche, die gleiche Strategie, vielleicht das gleiche Denkmuster, dass sie da mal innerlich aufatmen und sagen, heidanei, das haben wir doch jetzt schon, das dürfte doch schon draußen. Also was für eine Grundhaltung muss man haben, dass man da in vollkommener Empathie schwebt und sagt, ich bin bei dir und ich begleite dich da. Komm ins Volle. Ja. Also ich glaube, dass ich das vergleichsweise wenig erlebe, im Vergleich wahrscheinlich zu anderen Therapeuten, weil wir halt viel an den Kern gehen. Aber es kommt doch auch schon mal vor, dass ich Muster immer wieder wiederholen und immer wieder. Und früher bin ich tatsächlich ab und zu mal nicht mehr so gelassen geblieben in mir. Heute kann ich einfach auch das wertschätzen und sagen, okay, also innerlich, okay, jetzt macht er nochmal eine Runde. Und
Ja, weil also ich habe da mittlerweile so einen großen Respekt vor der individuellen Entwicklung und auch was die Seele beschlossen hat. Ja. Für mich ist es auch immer die Seele, ja, wie was hat die für einen Plan, wie sie sich entfalten will und in welcher Geschwindigkeit und einfach dabei zu bleiben mit Wohlwollen. Das ist so meine Grundhaltung. Wie schaffen Sie das selber, da immer wieder in diese Grundhaltung zu finden? Wahrscheinlich hat sie es jetzt schon allgemein so integriert, dass es vorhanden ist, aber gibt es auch sowas, dass Sie sagen, ich nehme mir nach jeder Therapiesitzung nochmal 10 Minuten und spüre in mich rein oder ich mache regelmäßig Supervision oder wie gehen Sie selber damit um? Also ich kreiere mir die Sitzungen schon so, dass ich Zeit dazwischen habe, damit ich wieder wirklich zu mir komme, meinen Körper spüren kann. Wobei ich, wie soll ich das sagen, während den Sitzungen auch, ich nehme grundsätzlich nichts auf. Mein Körper hat die Angewohnheit, keine Ahnung, seitdem ich eigentlich die Ausbildung gemacht habe, dass der zittert und ruckelt und da Ladungen immer wieder entlädt. Ja? Also vielleicht ein Hinweis für Ihre Zuhörer, was ich da sage. Also Trauma löst sich oft durch den Körper oder im Körper dadurch, dass er anfängt zu zittern oder es zuckt irgendwas. Das Zittern kann ganz subtil sein, dass man es nur innen drinnen spürt. Es kann aber richtig vehement sein, also können auch die Kiefer mal klappern, ja. So löst sich Trauma. Also kann, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das meine ich mit Zittern und Ruckeln und mein Körper wackelt dann so umeinander. Ja, der verarbeitet einfach Ladungen während der Sitzung. Und dafür bin ich total dankbar. Was aber dann Ihre eigenen Ladungen sind oder was dann übernommen ist vom Klienten? Nee, ist dann noch was von Ihnen oder wie ist das dann? Das ist mir eigentlich gleichgültig. Also ich bin mir schon bewusst, dass ich übernehmen würde ich nicht sagen. Also mein Job am Anfang ist, wenn jemand kommt, der sehr viel Erregung in sich trägt und per Definition ja mit dieser Erregung selbst nicht umgehen kann. Ja. Und dann helf ich ihm am Anfang durch meinen Körper, durch meine Präsenz, diese Ladung, diese Erregung zu halten. Das ist manchmal am Anfang schon ein bisschen anstrengend. Das wird aber auch immer weniger. Warum auch immer. Ich glaube, am Anfang, ich glaube, das geht den meisten Therapeuten so, wenn sie anfangen zu arbeiten mit Menschen, dann wollen wir ganz viel übernehmen von dem anderen, ja, und ganz viel tragen und ganz viel retten, in Anführungszeichen. Und das ist nach und nach vor allen Dingen durch Supervisionen abgefallen von mir, weitgehend. Und dann dieses bei mir bleiben und wissen, präsent sein, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Das reicht im Grunde schon. Ja. Dass ich, wenn ich total präsent bin und zugewandt und wohlwollend, das würde ich sagen, ist das. Ich möchte es nicht als Werkzeug bezeichnen, weil ich liebe es, so da zu sein. Aber das ist, ich glaube, das muss die Grundlage sein, oder es ist für mich die Grundlage, sodass ich gar nicht mehr viel machen muss. Und es wird auch immer weniger machen. Und wenn ich in Momenten nicht weiß, ach Gott, jetzt was geht's, was soll ich denn jetzt damit tun? Ja, dann bin ich einfach still, ja, und verbinde mich auch mit der göttlichen Quelle. Manchmal verbinde ich mich mit der göttlichen Führung des anderen. Und ja, dann geht es irgendwie immer weiter. Also meine Erfahrung ist, ich muss im Grunde nichts wissen, weil es geht immer irgendwie weiter. Und das ist sehr entspannend. Voll spannend, ja, weil das wollte ich noch fragen, wie Sie haben ja gesagt, dass Sie Spiritualität auch sehr geprägt hat, sehr früh schon, und wie das in der Sitzung praktisch zum Tragen kommt und dass Sie jetzt gesagt haben, ja, auch vielleicht, ich verbinde mich mit der göttlichen Führung des anderen. Es klingt erstmal für einen Außenstehenden
Wow, mutig. Wie kann sie das? Wie macht sie das und so weiter? Kannst du mir so ansatzweise vorstellen? Gibt es da noch mehr so Sachen, wo Sie sagen, dass diese Spiritualität, die nehmen Sie mit in die Sitzung? Ja, also wenn jemand selbst ein Interesse hat oder eine Verbindung hat zur spirituellen Dimension, dann lade ich diese Dimension natürlich als Ressource ein, weil das ist die größte Ressource. Wenn wir uns an die spirituelle Dimension anschließen, das ist ja die größtmögliche Sicherheit, die wir erleben können. Und ja, Heilungsenergie, die aus der spirituellen Dimension in unseren Körper fließen kann. Ja, das benutzen ist auch wieder das falsche Wort, aber das einzuladen zu können, weil der andere offen ist, das ist unheimlich schön und wirkungsvoll. Ich blicke gleichzeitig so auf die Zeit. Ich würde natürlich noch super gerne eine Stunde länger reden, aber vielleicht schaffen wir es echt nochmal, dass wir irgendwie nochmal einen zweiten Teil machen. Ich würde am Ende noch gerne, ja, vielleicht einfach Ihnen nochmal das Wort geben, ob es noch irgendwas gibt, wo Sie sagen, das liegt mir noch auf dem Herzen, das möchte ich noch so dem oder der Zuhörerin mitgeben. Ja, genau, einfach so, ob es noch irgendwas gibt, was Ihnen vielleicht wichtig wäre zum Abschluss von unserem ersten Teil. Wie gesagt, die Fortsetzung muss folgen, weil ich auch noch ganz viele Fragen auf der Agenda. Ich wünsche mir für jeden Menschen, dass er wirklich sein ganzes Potenzial lebt. Und ich wünsche jedem, der jetzt zuhört, der merkt, oh, also mein Leben ist eigentlich noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja, ich arbeite vielleicht einen Beruf, den ich gar nicht möchte. Ja, bin so in so einem Funktionieren und es ist zwar alles okay, aber letztendlich doch nicht erfüllend. Und da möchte ich jedem den Mut machen, dass er sich da auf die Suche begibt. Ja, wie könnte ich Schritte machen in diese wirkliche Erfüllung meines Potenzials, was Freude bringt? Ja, das ist die größte Freude. Und oft ist Trauma dazwischen, ja, weil im Funktionieren können wir uns. Naja, da können wir uns sicher fühlen, ja. Aber es ist wirklich nicht das Leben. Es ist nicht das Leben zu funktionieren. Ja. Auch wenn die Gesellschaft uns das eintrichtert, ja. Das ist es einfach nicht. Und das möchte ich jedem mitgeben, der es gerade hört. Ja. Wunderschön. Ja, so ein Ansatz davon, von dem, was Sie sagen, von es gibt noch viel mehr und genau, dass es nicht um das Funktionieren geht. Das spüre ich auch immer wieder und ja, kann es nur so bestätigen, dass es, glaube ich, echt sich lohnt, da irgendwie mal zu gucken, dass man manche Barrieren abbaut und sich besser kennenlernt, dass man weiß, irgendwie, was hat denn das Leben noch alles zu bieten und wie kann Oh man viel mehr in jedem Moment in der Freude irgendwie schweben. Ne? ja. Aber im Endeffekt ist ja eigentlich auch immer wieder auch eine persönliche Entscheidung, ob ich mich für die Freude entscheide oder für das andere. Aber ich glaube, die anderen, die Ballaste, das kommt halt dann eben durch Trauma oft, das überschwemmt einen so, dass man da gar nicht dann so damit arbeiten Genau, kann oder das ist aus. auch noch ein Wesentliches, was vielleicht auch noch mal ganz klar ausgesprochen werden muss. Wenn ich in einem Trauma erleben bin, habe ich keine Wahl. Ja. Das ist wirklich so. Ich habe da keine Wahl. Und auch wenn ich mich immer wieder anstrenge, wenn ich jetzt an Paare denke oder an Menschen, die sagen, oh, ich raste immer da aus, ja, und ich habe jetzt schon so viel gemacht und immer wieder raste ich aus, ja. Und da ein Mitgefühl für sich zu bekommen, weil da steckt hundertprozentig Trauma dahinter, wenn ich ein Muster nicht in den Griff kriege, gerade wenn es so solche Ausbrüche, ja. Weil das, wie gesagt, Trauma hat was mit dem Stammhirn zu tun und das macht jetzt eine gute Schleife zum Anfang. Und das Stammhirn kann man nicht mit guten Vorsätzen oder im Plan A, Plan
Plan B überlisten. Ja, der Stammherrn, das bricht einfach durch. Und genau. Ja, das waren eigentlich schon wunderschöne Abschiedsworte. Ich kann es nur noch mal so aus Patientensicht oder aus Klientensicht genauso wiedergeben. Das ist wirklich, ich habe so viel probiert, genau mit so Wutausbrüchen eben, dass ich das Gefühl habe, ich tue doch schon alles und ich meditiere doch und ich habe Tool A bis Tool Z angewandt und meinen Verstand eingesetzt und mit Leuten gesprochen, mir Hilfe geholt und trotzdem war es jedes Mal bei der gleichen Situation gleicher Ausflipper zum Beispiel. Ja? Und danach ist dann die Enttäuschung noch größer, weil du ja immer denkst, kriege ich nicht einmal das hin. Meine Freundin kriegt es auch hin, mit ihrem Mann freundlich zu reden oder so. Das gibt es doch nicht. Und dann hört man auch mal so mit sich empathisch sein. Und es geht dann auch nicht, weil die Empathie natürlich nicht da ist, weil immer wieder das Gleiche. Ja, das ist dann leider oft eine Spirale nach unten. Ganz weil, genau. Ja. Weil wir nicht wissen, dass wir es eben, was ich gesagt habe, das kann man nicht lösen mit Strategien. Ja. Sondern durch hinfühlen, was ist es, was mich triggert. Und das ist dann das Trauma. Ja, genau. Genau. Und auch noch das Schöne, was Sie sagen, hinfühlen, selbst diese Methoden habe ich immer wieder angewandt, alleine hinzufühlen, aber ich habe auch gemerkt, alleine reicht nicht. Also das, was Sie angesprochen haben mit dem, ich brauche ein beruhigtes Nervensystem gegenüber, das mich mitreguliert, das ist ein Riesensprung, also es ist eine Riesenunterstützung. Und ich habe immer gedacht, das muss ich doch alleine hinbekommen. Ich weiß doch, wie es geht, dass ich einfach mal wieder reinfühle. Aber nein, es klappt nicht alleine. Also es ist vielleicht auch das Schöne an der ganzen Sache, dass man da wieder diese Verbundenheit irgendwie braucht. Ja, dass wir da in die Verbundenheit dann auch mehr und mehr wieder kommen dürfen mit dem anderen. Mhm. Ja, das ist die Schönheit dieser Arbeit. Richtig, ja. Ja, ach, jetzt sind wir schon am Ende unseres ersten Teils. Ja. Genau. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, ich weiß nicht, wenn man Sie erreichen will, ich würde einfach unter dem Podcast auch nochmal Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Webadresse hinschreiben. Dann kann man vielleicht auch, wenn man sagt, oh, da spüre ich auch was, da würde ich auch mal gern genauer hinschauen. Gerne meine Webadresse, ja, da findet man ja alles, was man braucht, um mich zu erreichen. Genau. www.wegeindieliebe.com. Ja. Da werden wir wieder bei der Verbindung. Richtig. Ja, und vielen Dank Ihnen auch. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke, es folgen noch einige Teile. Mir macht das auch total Spaß. Also auch, das Problem ist bloß, je mehr Interviews ich wahrscheinlich mache, desto mehr Fragen kommen auf. Aber es folgt. Super. Vielen Dank erstmal, Frau Rappe. Und genau, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank und einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Tschüss. Und schöne Ostern. Ja, danke Ihnen auch, genau. Ja. Tschüss.